So, liebe Freunde, es geht wieder los. Ich stehe hier noch am Rhein. Gegenüber ist noch Kaub, aber ich bleibe auch am Rhein. Ja, ich fahre jetzt ungefähr 100, 110 Kilometer rheinabwärts, wechsle dann die Rheinseite, werde nicht Autobahn fahren, sondern möglichst immer schön am Rhein entlang. Und mein Ziel ist Königswinter. Also, dann machen wir uns auf den Weg. Liebe Freunde, von meinem Hotelzimmer aus habe ich nicht nur einen wunderbaren Blick auf den Rhein, sondern auch auf mein Ziel des heutigen Tages. Und ihr seht es schon da oben, die Burgruine Drachenfels. Und anders als die bisherigen Ziele ist das ein ja, super populäres Ziel, also sehr, sehr, sehr bekannt, nicht nur hier vor Ort, sondern darüber hinaus. Und zweitens ist es eine Burgruine. Aber dieses Ziel ist durchaus bewusst gewählt, denn es geht heute neben der ja, konkreten Burggeschichte oder Ruinengeschichte und der Geschichte dieses Berges auch um das Thema Burgromantik. Und dafür ist das, glaube ich, ein perfekter Ort, um darüber zu sprechen. Und noch was Besonderes, auch heute bin ich wieder nicht allein, sondern treffe dort einen ja, guten Bekannten, der hier in der Gegend wohnt und den Fels gut kennt und mich ein bisschen herumführen wird. Ich bin gespannt. Ich bin bei bestem Wetter an der Talstation der Drachenfelsbahn angekommen. Hinter mir seht ihr schon historischen Zugwagen, denn diese Bahn, ich habe gelesen, gibt es ungefähr seit dem Ende des 19. Jahrhunderts, irgendwann in den 1880er Jahre. Aber ich bin hier nicht allein, sondern wie angekündigt steht neben mir der gute Avarin. Hallo. Wir kennen uns schon ein bisschen länger. Du bist Unterstützer in Steinwalls Lager. Wir haben uns schon öfter getroffen bei Conventions und genau, bei Expeditionen. Und du hast gesagt, spontan, du führst mich hier hoch. Warum? Das ist mein Hausberg. Hier bin ich als Kind ganz oft mit meinen Eltern und Geschwistern gewesen. Ich wohne zwar nicht mehr ganz so nah, aber ich kenne mich hier ein bisschen aus und dachte, auch wenn der Steinwallen in der Nähe ist, dann lade ich ihn doch mal ein und biete ihm eine Führung an. Sehr schön. Und du bist ja nicht nur, du bist Kölner, ne? Ich bin Kölner, ja. Und ich weiß, du beschäftigst dich doch relativ intensiv oder kennst dich gut aus, zumindest mit Kölner Regionalgeschichte, ne? Oder? Ja, auf jeden Fall. Das ist ein bisschen mein Hobby. Ich bin nicht Historiker, ich bin gelernter Sozialarbeiter, aber die Lokalgeschichte interessiert mich sehr. Und alles rund um Köln und der Drachenfels, wo wir heute sind, die Drachenburg, hat natürlich auch was eng verbunden mit der Kölner Geschichte. Und deswegen freue ich mich auf den Tag heute. Wie oft bist du da schon drauf gewesen? Oh Gott, 30 Mal. Wahnsinn. Also das, da merkt man, das ist sozusagen für Kölner auch vermutlich ein super ja, Ausflugsziel, oder? Ja, auf jeden Fall. Also man ist ziemlich schnell hier, die Bahnanbindung ist gut, man kommt mit dem Auto gut hier hin. Es ist 20 Minuten von der Kölner Innenstadt, also das Ausflugsziel, ja. Okay, erster Schritt, wie gesagt, das glaube ich gehört irgendwie dazu, zünftigerweise mit dieser Bahn hochfahren, alles Weitere sehen wir dann. Thank you.
So, und jetzt sehen wir auch mal schön, dass das hier vom Funktionsprinzip eine sogenannte Zahnradbahn ist. Wir sehen diese Schiene in der Mitte. Und die Bahn selbst hat Zahnräder, die dafür sorgen, dass sie hier nicht mit 100 Stundenkilometer runterrattet. Tschüss! Einen spektakulären Blick erwartet hier den Besucher dieser Rheinterrasse. Schaut euch das an. Wir schwenken hier einmal rüber. Hier sehen wir das Siebengebirge und hier sehen wir Avarin, der uns vielleicht kurz erzählt, ja, was wir hier genau sehen. Was ist denn eigentlich das Siebengebirge? Warum heißt das so? Das Siebengebirge ist eigentlich ein Gebirge, wo mehr als 40 Hügel stehen. Da wird die 7 eher so als Füllzahl genutzt. Also, weiß ich, das Buch mit 7 Siegeln, die 7 Meilenstiefel, das wird ja häufig so benutzt. Ja. Es gibt zwar 7 sehr hohe Gipfel hier, aber das Siebengebirge selber hat deutlich mehr Hügel. Ist es vulkanischen Ursprungs, mit dem Unterschied, dass hier die Vulkane nie ausgebrochen sind. Das ist im Gegensatz zum Beispiel zur Eifel eben anders. Und auch der Drachenfels, auf dem wir uns befinden, ist nie ausgebrochen und wurde dann über mehrere Jahrhunderte als Steinbruch genutzt. Ja, das ist hier nicht die einzige Burg im Siebengebirge, ne? Ja. Nee, wir sehen hier direkt gegenüber am Horizont Burgreste von der Löwenburg, eine Konkurrenz zum Erzbischof von Köln. Das war quasi das weltliche Pendant, die Grafen von Berg hatten da lange das Sagen. Hier gibt es im Grunde genommen auf jedem Hügel eine Burg. Gut, dann gehen wir mal rüber und schauen den Rhein hinunter, würde ich sagen. Ja, hier schauen wir nach Süden, ja. Quasi Richtung Koblenz. Unten die Insel Nonnenwert, an deren Ufern, man sagt, der Nibelungenschatz in den Rhein versenkt wurde. Ja, das sagen viele auch anderswo vermutlich. Das stimmt allerdings. Rund um den Drachenfels haben sich viele Geschichten und auch im Kontext der Rheinromantik Sagen entwickelt, die dann hier auch verortet wurden, unter anderem eben auch die Nibelungensage. Ich überlasse es jedem selber zu glauben, ob das so ist oder nicht. Ja, gegenüber auf dem anderen Rheinufer sieht man den Rolandsbogen. Das hat auch mit einer Sage zu tun, die wiederum mit der Insel verknüpft ist. Die Rolandssage, da geht es um Ritter Roland, der irgendwie gegen die Mauren kämpfen soll und auszieht in den Krieg und lässt seine Geliebte hier zurück. Und die erfährt oder der wird berichtet, dass er gestorben ist und dann ist sie tief unglücklich und zieht sich in dieses Kloster dort auf dieser Insel zurück. Und er ist aber gar nicht gestorben, kommt dann wieder. Achso, und sie hat, das Wichtige an der Geschichte ist, sie hat ein Schweigegelübde irgendwie gemacht und er kommt dann wieder und trifft sie dort im Kloster und sie darf nichts mehr sagen und das ist alles ganz traurig. Typische rheinische Geschichte. Ja. Lustigerweise ist das aber eigentlich auch nur eine Adaption einer vielleicht der berühmtesten französischen Sage oder des Heldenliedes, nämlich des Rolandsliedes. La Chanson Roland. Und da taucht, sag ich mal, dieser rheinische Teil allerdings nicht auf. Das ist ein französischer Ritter, der tatsächlich mit Karl dem Großen kämpft. Und diese Liebesgeschichte spielt auch eine Rolle, aber das spielt alles in Frankreich und ist das größte Heldenepos Frankreichs eigentlich. Hat also gar nichts mit dem Rhein zu tun. Aber so ist das mit den Sagen. So, wenn man weiter diese Aussichtsplattform entlang geht, dann trifft man auf so ein Mahnmal, ein Denkmal, eine Säule. Und damit hat es eine ganz interessante Bewandtnis, denn ursprünglich wurde an dieser Stelle ein Denkmal aufgestellt im Jahre 1814 und zwar ein Jahr nach dem Sieg gegen die Franzosen bei der Völkerschlacht von Leipzig. Heinrich Heine war wohl damals auch dabei beim Aufstellen und der hat darüber auch ein ganz interessantes Gedicht geschrieben. Auf jeden Fall erinnerte aber vor allem daran, dass Landwehrsoldaten hier in der Gegend, in der französisch besetzten Gegend, einen Aufstand gewagt haben, nachdem das französische Heer eben bei Leipzig geschlagen wurde. Quasi einen inoffiziellen Aufstand, der wurde aber blutig niedergeschlagen. Die meisten davon sind gestorben. Und das Problem war aber, das war nicht gut aus gutem Material gebaut. Und das ging also relativ schnell kaputt. Und außerdem, und das war der zweite Punkt, war man dann später auf preußischer Seite nicht mehr ganz so angetan, dass da irgendwelche
ja, einfachen Landwehrsoldaten das Gewehr in die Hand nahmen. Und deswegen hat man das in andere Bahnen geleitet und hat sozusagen nochmal ein neues Denkmal errichtet. Das alte hat man da irgendwo hingekippt. Und dieses neue, das ist dann erstmal Friedrich Wilhelm IV. Gewidmet worden im Jahre 1857. Auch ein großer Rheinromantiker. Das wiederum war auch nicht richtig gut gebaut. Das ging auch relativ schnell kaputt. Und dann kam Kaiser Wilhelm, der sich dann hier auch nochmal verewigte. 1876. Wir stehen jetzt an der anderen Seite der Plattform und schauen ja, nach Norden, kann man sagen. Ne? Was sehen wir da? Genau, wir sehen Bonn im Vordergrund. Wir sehen Köln im Hintergrund. Ganz am Horizont kann man vage den Kölner Dom erkennen. Ich versuche mal dran zu zoomen, mal gucken. Vielleicht mache ich hinterher noch einen Pfeil dran, genau. Dass man es erkennen kann. Ja, und von hier kann man natürlich auch sehen die Lage. Ja. Der Drachenfels, also der Berg, nicht die Burg, direkt am Rhein gelegen. Ich habe eben schon mal angedeutet, ein großer Steinbruch hier. Und das ist eben auch der Grund, warum Bonn und Köln für die Römer auch so interessant wurde. Die konnten hier ihre Steine herholen. Und ich behaupte, das ist meine Hypothese, ohne diesen Drachenfels, ohne diesen Berg hier, hätte es Bonn und Köln nie gegeben. Das heißt schon, die Römer haben den Stein genutzt zum Aufbau genau. ihrer Stadt dort. Genau, nachdem sie ihre Holzkastelle gebaut haben, brauchten sie Stein und den haben sie sich hier geholt. Ja. Sehen wir noch irgendwas Spannendes in Bonn? Irgendwie alte Regierungsgebäude, ich kenne mich hier gar nicht aus, aber die waren nicht so hoch, ne? Damals nee, war die Bonner Republik noch bescheiden. Die Bonner Republik war flach. Man kann ja vorne ein Hotel erkennen, da hat Adolf Hitler zur Zeit des sogenannten Röhmputsches residiert und hat das von dort irgendwie koordiniert. Ja, im Hintergrund sieht man den Bonn-Turm, da sitzt heute die Post und die Telekom drin, sicher bin ich mir da nicht. Ja, und im Hintergrund sieht man die verschiedenen Rheinbrücken, aber jetzt von den einzelnen Regierungsgebäuden von früher müsste ich auch einen kleinen Pfeil und Zoom benutzen. Ist, glaube ich, auch nicht so wichtig, ja. Zumindest für unser Thema. Gut, dann bewegen wir uns mal langsam so Richtung Burg, aber vorher müssen wir noch über den Felsen sprechen. So, wir sind jetzt hier an diesen Stein gelehnt, der diesen Felsen wichtig und bedeutsam gemacht hat, nämlich nicht nur die Burg. Denn hier war lange Jahre, Jahrhunderte kann man sagen, ein Steinbruch. Was hat es damit auf sich? Ja, fast sogar 1000 Jahre. Also die Römer haben wir eben schon gesagt, die haben ihren Stein abgebaut. Und als die Burg hier gebaut wurde im 12. Jahrhundert, haben die Grafen auch das Recht erworben, den Stein zu veräußern, auf dem diese Burg gebaut ist. Und ein großer Steinbruch, heute eine große Abbruchkante hier, der Stein wurde genutzt, um die Ortschaften in der Umgebung zu bauen. Mhm. Aber vor allen Dingen im 13. Jahrhundert ein großer Vertrag mit dem Bischof von Köln, den Kölner Dom, mit den Dombau mit ja. Steinen zu beliefern. Ah ja, okay. Also das hat den so bedeutsam gemacht und der Kölner Dombau, der ging ja ewig und hörte dann irgendwann auf. Ja, also auf dem Papier ging der 750 Jahre. Der hat aber eigentlich, war 1250 rum begonnen und 1528 gab es eine lange, lange Pause. Genau. Bis ins 19. Jahrhundert rein. Aber die Burggrafen im Mittelalter hier, die haben bis 1528 richtig Geld verdient mit dem Bau. Und danach versiegte das so ein bisschen. Ich habe gelesen, es wurde immer noch ein bisschen weiter Steinbruch betrieben, aber natürlich nicht mehr in dem Ausmaß. Genau, nicht mehr in dem Ausmaß. Es lag auch daran, dass die Abbruchkante zur Burg immer näher kam und es immer wieder zu Abbrüchen kam. Genau, das muss man sich ja deutlich machen. Kann man schwer zeigen, vielleicht von unten nachher nochmal. Mhm. Aber die Burg, die ist, sag ich mal, viel größer gewesen, als sie jetzt ist. Und das ist teilweise durch den Steinbruch auch kaputt gegangen, oder? Genau, also ich würde sagen, etwa ein Drittel der Burggrundfläche ist im Westen abgebrochen. Erkennt man auch am sogenannten Bergfried. Das ist der Steinbruch gewesen, der die Ursache davon war. Im 19. Jahrhundert hat man dann am Kölner Dom weitergebaut und da wurde dann plötzlich der Stein wieder interessant. Ich weiß nicht, ob du das weißt, aber der Baumeister, der meinte, wir müssen auch mit dem Originalstein weiterarbeiten. Und die wussten, der kam hierher. Okay. Und dann wollte man das tun.
Und die Steinmetze oder die Leute, die den Steinbruch besaßen, das war, die haben sich so eine Art Genossenschaft gebildet, haben das gekauft. Die waren natürlich ganz scharf darauf, aber in der Zeit gab es schon diese Bogenbegeisterung und Bogenromantik. Und da gab es dann plötzlich die Leute, die gesagt haben, nein, wir dürfen da nicht weiterbauen, diese tolle Ruine muss erhalten werden. Und tatsächlich fand diese Truppe dann auch die Mehrheit und es wurde dann, die wurden quasi enteignet, die Besitzer dieser Steinbruches. Und dann haben sie sich was ausgedacht. Denen gehörte aber irgendwie noch der Berg, beziehungsweise sie durften da bloß nicht bauen. Und dann haben sie gesagt, na gut, dann sperren wir das alles und dann erheben wir Eintritt. Und unsere Esel, die wir für den Steinbruch benutzt haben, da lassen wir die Touristen auf. Und das war der Start der touristischen Nutzung im Prinzip dieses Berges. So hängt das auch wieder zusammen. Rheinische Lösung, würde ich sagen. Wir haben uns das hier unten erstmal gemütlich gemacht, denn wir wollen jetzt über die Burg an sich mal reden. Wir haben lange über das Drumherum, über den Berg, über die Aussicht gesprochen. Aber was hat es denn mit der Burg jetzt auf sich? Wann wurde die gebaut? Von wem? Und war die bedeutsam als Burg? Ich gehe nochmal einen kleinen Schritt zurück. Bevor die Burg gebaut wurde, muss man wissen, dass so im 10. Jahrhundert der Erzbischof von Köln das erste Mal das Grafenrecht verliehen bekommen hat und das somit die Gründung von Kurköln war. Also die erfahrenen EU4-Spieler wissen, dass Köln Kurfürstenrechte hatte und das ist bedeutsam, denn in der Folge mit dem Bau dieser Burg um 1140 rum hat der Erzbischof Arno der Erste von Köln den Grundstein gelegt, war das quasi eine Manifestierung der weltlichen Macht des Bistums von Köln, denn das Bistum von Köln war geistlich betrachtet viel, viel, viel größer, die weltliche Macht erstreckte sich aber über ganz viele Grafen, Schaften und Burganlagen, die der Bischof dann als Lehen auch weitergegeben hat. Also wie gesagt, 1140 rum wurde der Grundstein gelegt. Der Erzbischof, der den Grundstein hat legen lassen, hat aber irgendwann gemerkt, ich werde wahrscheinlich das Ende des Baus nicht mehr mitbekommen. Außerdem habe ich keine 10 Kilometer von hier sowieso schon eine Burg. Die brauche ich eigentlich gar nicht mehr und hat die dann verkauft an einen Grafengeschlecht von Aare, bei Ahrweiler gelegen, die auch Besitzungen in Bonn hatten und dachten, ach praktisch, hier den Drachenfels zu besitzen, da können wir unsere Besitzungen mit schützen. Und ja, so kam es zum Verkauf. Das kam dem Bischof allerdings nicht zugute. Der wurde dann wegen Simonie angeklagt, also ein Fachbegriff für die irreguläre Weiterverkauf von kirchlichen Besitztümern, also ohne Einwilligung des Papstes. Das hat im Kontext Investiturstreit eine wichtige Rolle noch gespielt. Das führte dann dazu, dass der Bischof von Köln damals für die letzten 3 Lebensjahre seines Amtes enthoben war. Ah ja. Aber der Verkauf, der konnte wahrscheinlich nicht mehr rückgängig gemacht werden. Nein, der wurde sogar dann noch ein paar Jahre später päpstlich bestätigt. Da ist bestimmt auch Geld geflossen. Ja. Und dann blieb das in der Hand von diesem, wie hieß er nochmal, oder ging das dann noch in weitere Hände? Ja, im Grunde genommen sind die Lehen immer vererbt worden an die Kinder. Es gab dann im 16. Jahrhundert, wurde die Burg nochmal veräußert und dann im 17. nochmal. Also sie hat sehr häufig ihren Besitzer gewechselt, aber im Prinzip, wenn die Geschlechter nicht ausgestorben waren, wurden die an die Kinder weitervererbt. Und irgendwann wurde sie offensichtlich bedeutungslos. Ja, also sie hatte nochmal eine kurze Bedeutung im 17. Jahrhundert, 30-jähriger Krieg. Da haben die Schweden die kurz besetzt für 2 Jahre. Die wurde dann, ich glaube, das war 1632, 2 Jahre später wurde sie von den Spaniern zurückerobert, danach aber geschliffen, einfach weil die Besitzer gesagt haben, die hat für uns keine Bedeutung mehr und war dann eigentlich nur noch Ruine. Ja, entscheidend ist ja auch, ich weiß nicht, ob das auf diese Burg zutrifft, häufig hat man auch die Burgen sozusagen, die hatten an sich noch einen großen Wert, weil mit der Burg war immer die Herrschaft ja verbunden. Und die Leute haben meistens gar nicht mehr auf der Burg gelebt, haben sie teilweise verfallen lassen. Ja. Der Steinbruch war vermutlich immer noch ökonomisch relevant, aber die haben schon in irgendeinem Schlösschen gewohnt. Aber die Burg gehörte ihnen noch und das war auch wichtig, weil man dann dadurch die Herrschaft hatte über das Gebiet. Ja, also Mitte des 15. Jahrhunderts ungefähr sind die Burgherren nicht mehr wohnhaft in der Burg gewesen. Tatsächlich unten in Bad Godesberg. Und tatsächlich, der Steinbruch war immer die Einnahmequelle, das Wegerecht zum Steinbruch und zurück, aber auch der Verkauf der Steine selber und wie eben ja auch schon gesagt, der Kölner Dom ist damit gebaut worden, zumindest die Außenfassaden vom Kölner Dom und damit haben sich die Grafen in den Anfangsjahren vor allen Dingen ganz schön viel Geld verdient. Ja,
Wenn man über diese Burgruine liest, dann liest man immer wieder über den Bergfried, den man hier noch sehen kann. Aber nach dem allem, was ich jetzt gelesen habe über Burgen und was wir auch teilweise hier schon auf der Reise gesehen haben, ist das meines Erachtens kein Bergfried, sondern ein klassischer Wohnturm. Darüber haben wir schon mal gesprochen. Der Unterschied ist, dass Bergfriede erst später eigentlich in Mode kamen und die Burg wurde ja, wann war nochmal der Gründungs... 1140. Ja, also schon ein sehr relativ früher Baubeginn, so bogengeschichtlich und in der Zeit absolut die Mehrheit der Burgen entweder mit festen Häusern oder mit Wohntürmen ausgestattet. Das heißt, dort noch vereint die Wehrhaftigkeit und die Wohnfunktion in einem Gebäude. Und das ist auch relativ quadratisch, habe ich gesehen. 9 mal 10 Meter oder so. Und vor allem, leider kann man das von oben auch nicht so gut erkennen, aber von hier vielleicht ein bisschen besser. Die Mauern sind relativ dünn. Für einen Bergfried eigentlich zu dünn. Man hat auch an der Ruine schon geforscht und ich habe gelesen, dass sie sozusagen die Balkenauflagen gefunden haben und wissen, dass in der zweiten Etage oder so klassischerweise dann der Rittersaal war, darüber vielleicht gewohnt wurde. Also das deutet alles darauf hin, dass es eben kein Bergfried ist, weil in einem Bergfried wurde sowas alles nicht mehr betrieben. Meines Erachtens ein Wohnturm. Also ich finde, die Bücher sollten umgeschrieben werden. So, nach allem, was ich jetzt gesehen habe, frage ich mich, warum wird eigentlich hier so ein Brimborium drum gemacht? Meine Burgruinen gibt es am Rhein genug. Die sind teilweise auch spektakulärer oder mehr erhalten oder so. Was meinst du? Was ist das Besondere daran? Das ist eine gute Frage. Also Rheinromantik spielt da natürlich eine ganz besondere Rolle. Aufkommender Nationalismus, Reichsgründung, all das kommt irgendwie zusammen und hat sich dann über die Jahrzehnte so ein bisschen hochgesteigert. Wenn man oben auf der Burg ist, ich empfehle jedem, das mal getan zu haben, ist es aber nicht so spektakulär, wie man das vielleicht erwarten würde, wenn man sich diese vor allen Dingen nationale Erhebung dieser Burgruine anguckt. Was vielleicht schon bedeutsam ist, könnte ich mir vorstellen. Also so am Beginn des 19. Jahrhunderts begann das ja so, dass Engländer vor allem hierher kamen, Maler und den Rhein entdeckt haben. Was schon besonders ist, ist, sag ich mal, diese exponierte Lage, dass sozusagen mitten auf dem Gipfel halt wie aus dem Berg heraus wächst irgendwie so ein alter Turm. Ne? Das hat man, ich weiß nicht, oder fällt dir noch sowas ein, das hat man jetzt, die meisten Burgen stehen so ein bisschen am Hang oder sind halt noch... Also geografisch würde ich sagen, hat schon eine besondere Bedeutung, denn das Rheintal jetzt Richtung Köln, wenn man Richtung Norden schaut, da wird das Land flach und das sind so die letzten Erhebungen und wenn man unten vor allen Dingen im Tal fährt, mit dem Schiff entlang fährt oder auch von der anderen Rheinseite schaut, man sieht das Siebengebirge, wie sich das so bis an den Rhein ran erstreckt und dann eben diese Burgruine ganz oben, das hat schon was Besonderes, also ja. Ganz klar. Und das ist, ein zweiter Punkt ist vielleicht diese Drachengeschichte, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, ne? Über die Drachensage, kennst du dich damit aus? Es geht so, Siegfried, der im Drachenblut gebadet hat, oder... Ja, ich glaube, das hat noch nicht unmittelbar was mit der Nibelungensage zu tun, es gibt sozusagen offenbar zwei Sagenstränge, was diese Drachensage betrifft. Also die Frage ist ja, warum heißt das eigentlich Drachenfels? Da kann man ja nur davon vermuten, dass es sozusagen schon bevor das gebaut wurde, also es hieß ja schon von Anfang an so. Genau, das muss es vorher so geheißen haben und das heißt, es muss irgendeinen mythischen Ursprung haben. Und da kennt man wohl zwei Sagenstränge. Die eine ist so ein weiblicher Sagenstrang und der andere ein männlicher Sagenstrang. Der weibliche Sagenstrang geht ungefähr so, dass in vorchristlicher Zeit auf der linksrheinischen Seite waren schon die Christen, auf der rechtsrheinischen Seite waren noch irgendwelche Heiden. Und die haben die Christen überfallen und haben gerne auch mal Frauen geraubt. Und eine davon war eine Jungfrau. Und da haben sich dann zwei Häuptlinge gestritten um sie, wer sie haben durfte. Und die konnten sich nicht einigen und haben sich entschieden, wir werfen sie dem Drachen zum Fraß vor. Und dann ist sie dann hier oben hingebracht worden und hat dann aber ihr Kreuz aus ihrer Brust hervorgeholt und hat sozusagen die Drachenflammen damit aufgehalten. Und das war sozusagen der erste Teil der Sage. Da waren die natürlich so beeindruckt, dass sie sofort zum Christentum übergetreten sind. Der zweite Teil ist so klassisch, irgendeine Prinzessin oder so, wer auch immer, wurde entführt. Der Drache hatte sie und dann kam irgendein Held. Und das kann unter Umständen auch mal Siegfried gewesen sein. Das war dann flexibel verwendbar, der dann die Drachen erledigt hat. Insofern... Diese Drachen, also dass das Drachenfels heißt, ist wahrscheinlich noch besonders irgendwie interessant. Zumal auch der Sieg gegen den Drachen immer ein Symbol ist für das Ende des archaischen Zeitalters. Der Drache steht mythologisch immer so für die Vorzeit, für die magische Zeit. Und so häufig ist sozusagen das
das Ende des Drachen, dann der Beginn der modernen Zeit oder im Zweifel auch des Christentums. Wir haben eben schon ein bisschen über das Thema Rheinromantik gesprochen und dass die Burgen und vor allem die Burgruinen da irgendwie eine ganz große Rolle gespielt haben. Und ich will da noch mal ein bisschen tiefer gehen, tiefer einsteigen in dieses Thema, weil das, glaube ich, hochinteressant ist auch für die Burgengeschichte und so Thema Geschichtspolitik und Geschichtsbilder, die dann häufig mit den Burgen zusammenhängen. Wenn man so landläufig von Romantik spricht, dann denken sich viele, ja, das ist irgendwie Kerzenschein, nett irgendwie vielleicht im Mondschein spazieren und einen angenehmen Abend haben. Aber das ist nicht das, was Romantik bedeutet, sozusagen im kulturhistorischen Sinne. Also die Romantiker hatten anderes im Sinn. Ich will jetzt gar nicht auf irgendwelche Details eingehen, was jetzt Romantik ist, also was sozusagen romantische Literatur oder Malerei, was sozusagen die Elemente und Bestandteile sind, sondern vielleicht mal auf den Kern des Ganzen gehen. Also was ist, steht da eigentlich inhaltlich dahinter? Und mal richtig zugespitzt gesagt, ist die Romantik eine Gegenbewegung zur Aufklärung. Also es ist eine Bewegung, die sich mit der Aufklärung und nach der Aufklärung mit aller Macht entwickelt hat, wo es zumindest künstlerisch vor allem darum ging, die durchaus vorhandenen Verluste, Probleme, Reibungen, Nachteile dieser ganzen neuen Zeit, also dieses ganzen Fortschritts, des gesamten gesellschaftspolitischen und technologischen Fortschritts irgendwie aufs Korn zu nehmen. Was war so ein bisschen das Gegenbild? So ganz konkret ist es natürlich nie gewesen, aber man besann sich plötzlich auf das Mittelalter als das ideale gesellschaftliche Gegenkonzept. Also da gab es noch eine klare Ordnung, jeder kannte seinen Platz, die Welt war noch nicht aus den Fugen geraten, Deutschland war noch irgendwie ein Königreich oder sogar ein Kaiserreich. Man vermisste die Könige, wir erinnern uns, Anfang des 19. Jahrhunderts, komplett zersplittertes Deutschland. All das spielte in dieses ganze Thema hinein. Und mit dieser Zuwendung zum Mittelalter waren natürlich die Burgen, die alten mittelalterlichen Burgen als Repräsentanten, als übrig gebliebene gewissermaßen Mahnmale dieses Mittelalters natürlich die perfekten Symbolorte, sich darauf zu beziehen. Und die Burgruinen natürlich noch viel mehr, weil die symbolisierten dann genau das, was nicht mehr da war. Also das kaputte, alte, gute. Und darum herum entspann sich dann halt so eine Burgenromantik. Und die Rheinromantik ist in gewisser Weise ein Teilaspekt dieser großen Burgenromantik. Und nicht umsonst die Gebrüder Grimm mit ihren Märchen, die genau diese Zeit irgendwo wieder märchenhaft aufleben lassen. Dann diese ganze Burgenbegeisterung, plötzlich werden Ruinen gemalt. Und nicht nur das, es geht ja so weit, dass in die Schlösser, in die Schlossgärten werden künstliche Ruinen gebaut. Also muss man sich mal vorstellen, so begeistert war man davon, irgendwelche Ruinen zu besitzen, dass man die auch noch nachbaute. Und in die Zeit fällt dann tatsächlich auch die Rekonstruktion von vielen Burgen. Also weil man plötzlich begeistert war von diesem Zeitalter, begann man die alten Burgen zu schützen und auch aufzubauen. Da gibt es x Beispiele. Die Wartburg beispielsweise ist quasi, die war nahezu verfallen, ist im 19. Jahrhundert mehr oder minder wieder aufgebaut worden. Und dann ging das noch so weit, dass man sogar begann, im Stile der mittelalterlichen Burgen neue Burgen zu bauen. Bekanntestes Beispiel ist Neuschwanstein. Also das ist ein klassisch aus dem romantischen Geist entstandenes Projekt. So, wir haben uns jetzt hier oben noch gestärkt und gehen jetzt langsam den Berg runter. Ja, wir fahren nicht, wir gehen. Und auf dem Weg gibt es sicher noch das eine oder andere zu sehen. Da machen wir vielleicht mal Halt. Hier sieht man sehr schön, dass viel investiert wurde, damit der Fels eigentlich hier noch so steht. Ihr seht, dass Eisenstangen sind da reingetrieben worden. Und ein Betonband umzieht diese ganze Felsspitze. Sonst wäre vermutlich die Ruine nicht mehr da. Auf halber Höhe, wenn man zum Drachenfels hochgeht oder eben runtergeht, so wie wir das jetzt tun, kommt man hier am Schloss Drachenburg vorbei. Und das ist ein, mehr oder minder imposantes Gebäude, auf jeden Fall sehr prunkvoll, das sich ein Aufsteiger hier gebaut hat. Im 19. Jahrhundert, Ende des 19. Jahrhunderts, und zwar ein Mann namens Stefan Sarter. Der kommt aus einfachsten Familienverhältnissen. Seine Mutter war Knopfmacherin. Er war, glaube ich, dann Banker und ist dann nach Paris gegangen und spekulierte mit Aktien und ist reich geworden
durch irgendwie Spekulationsgeschäfte mit Aktien zum Suezkanal und wurde da richtig berühmt, wurde dann ja im Prinzip so der Trump vielleicht des 19. Jahrhunderts und hat sich dann dieses pompöse Bauwerk hier hingesetzt, was eigentlich meines Erachtens richtig hässlich ist. Also irgendwie ein Sammelsurium aus Stilen, die Türme, die Türmchen, völlig unstrukturiert. Also ist natürlich jetzt mein Privatgeschmack, aber ein Wahnsinnsding am Ende geworden. Und das ist ja nicht selten so, dass gerade sozusagen Aufsteiger, die aus ärmlichen Verhältnissen kommen, es da mal richtig allen zeigen wollen. Ich glaube, er hat aber am Ende in diesem Gebäude nie richtig gelebt. Das ist hier aufs Modernste erst gebaut worden, aber er hat es dann immer mal nur besucht. Auch das vielleicht nicht ganz untypisch. So, wir sind nach einer guten Runde hier wieder angekommen, unten da, wo wir gestartet sind. Ich möchte mich herzlich bedanken bei Avarin für diese wunderbare, kenntnisreiche und sympathische Führung. Hat mich sehr gefreut. Ja, mich auch. Vielen Dank auch. Ich werde heute mal ausnahmsweise noch eine Nacht hier bleiben. Das heißt, ich habe ein bisschen geruhsamer. Wir sehen uns heute Abend nämlich schon wieder. Mit Steinmanns Lager gibt es eine kleine Bierrunde. Auf jeden Fall. In Bonn. Und morgen wartet dann ein ganz langer Trip auf mich. Ich fahre hoch nach Schleswig-Holstein und dort besichtige ich die letzte Burg. Also bis zum nächsten Video. Bis dann, macht's gut. Euer Steinmann.